Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial mit Computercraft. Jo, in meinen letzten Tutorials Computercraft habt ihr ja gesehen, das war das Mystcraft-Programm sozusagen. Und da konnte man draufklicken und da konnte man durchs Portal gehen. Und schon kam man dort raus, wo das Portal im Endeffekt geendet hat. Das alles mit Computer gesteuert und da konnte man auf Patch vor und Patch zurück machen. Und ja, das geht natürlich hier gerade nicht mit zum Mond, weil hier ist der Mod Galactic Craft nicht drauf. Das ist sozusagen meine Testwelt, die habe ich mitgenommen. Aber es geht um einen ganz anderen Computercraft-Code und ganz andere Sache. Und zwar das Ganze geht mit Soundcraft, Singers Construct, OpenBlocks und natürlich Computercraft. Und wie ihr hier schon seht, habe ich das Ganze schon mal aufgebaut und alles mal ein bisschen zu testen, wie was funktioniert und wie das Ganze gemacht ist. Und ja, Direct20 hat sich da wieder mal richtig gut ins Zeug gelegt. Ich bin auch sehr dankbar dafür und ich möchte euch auch gerne zeigen, wie das Ganze hier so funktioniert beziehungsweise wie der ganze Aufbau ist. Was ihr braucht, sind mindestens, ich fange mal an, die ganze Sache hier so aufzubauen. Und als erstes brauchen wir erst einmal Monitor und Computer. Also Monitor, Computer, ein Modem natürlich nicht vergessen. Und dann brauchen wir noch die Pipes und dann brauchen wir noch, genau, ein Jar. So, als erstes machen wir erst einmal den Computer, sozusagen den Monitor, mit den ganzen Void Chars dran, um die ganzen Aspekte halt zu lesen. Der Code ist sozusagen für 51 Aspekte ausgelegt, also für alle Soundcraft 4 Aspekte ausgelegt, also Essenzen sozusagen. Und es gibt ja auch Mod Erweiterung von Soundcraft, wo man dann sozusagen mehr als 51 Aspekte hat. Also, man setzt den Computer zum Beispiel hier unten in die, also unten hin. Dann 1, 2, 3, 4, 5 Monitore daneben und 3 aufwärts. 5, 1, 2, 3, 4, oh, vorne 4. 1, 2, 3, so. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Monitore nach links, also 5 mal 3, ne? Und dazu natürlich noch das Modem an die rechte Seite, nicht vergessen. Und was natürlich auch noch fehlen, auch nicht fehlen darf, ist natürlich ein Wireless Modem hinten dran. Natürlich auch schon angeschlossen. Und natürlich darf der Aspekt nicht fehlen. So, jetzt haben wir mal zwei Chars. Also nehmen wir mal eins daneben, eins hier hin. Also die normalen Worte-Chars sind das. Da dran kommt dann die Peripheral Proxy von Open Peripheral, also von OpenBlocks, ne? Einfach dran setzen und natürlich noch das Modem dran und natürlich noch verbinden. Als nächstes sollte man mit einem Rechtsklick auf die Wired Modems klicken und schon seht ihr, es leuchtet rot. Und natürlich auch bei den Wired Modems Rechtsklick machen, dass es rot leuchtet. Und was natürlich jetzt noch fehlt, erstmal ist in den Chars generell mal was drin. Und da haben wir hier noch Ignis, das ist schön. Zack, da haben wir Ignis. Und jetzt hole ich mir von hier drüben noch ein bisschen auf R. So. Ignis und R. Zack, also 8-mal Feuer und 8-mal Licht drin. Ignis, ne? Ist egal. Und können wir auch noch schön belebeln. Warum, weshalb, weswegen man das machen soll, das zeige ich euch dann gleich. Und natürlich ist soweitgehend erstmal alles vorbereitet. Aber jetzt kommt die ganz große Sache einer ganzen Geschichte. Wenn ihr Soundcraft 4 nutzt, könnt ihr das aktuelle Soundcraft 4 natürlich verwenden. Und dazu braucht ihr das Tinkers Construct, nicht Construct, nicht das Taumic Tinkerer, so rum, Taumic Tinkerer, nicht Tinkers Construct, das Taumic Tinkerer. Nicht die aktuelle Version, maximal die Version. Moment, ich schau mal nach. D
Die aktuelle Version ist es natürlich nicht, sondern, na komm schon. Die Version bis maximal 1.6.4. Und zwar ist Taumik Tinkerer 2.3 und dann die 1.3.0. Ich tue den Link sozusagen auch nochmal bei mir in meinem Video verlinken von dieser Version. Denn alles, was dann darüber hinausgeht, funktioniert nicht. Gibt sozusagen einen Java-Fehler aus. Und das sollte ich schon vorneweg mal mit sagen. Nicht, wenn er dann kommt hier und sagt, ah, hier und geht nicht und Fehler und so. Das ist schon mal das eine. Ja. Als nächstes braucht ihr natürlich auch noch die Pastebin-Codes. Und dazu braucht ihr beim Computer generell zwei. Nicht wie bei Dive of 20 vorgestellt, hier den Pastebin-Code hier von Essentia und dann tut ihr alles installieren und alles machen. Und dann gibt es einen Fehler und den zeige ich euch gleich mal. Das muss ich mir aber erst mal. Nehmen wir diesen Code hier, den von Dive of 20 Code. Nur bei mir auf der Pastebin-Seite gesichert, von Fall der Fälle, er tut ihr mal löschen. Und zwar, Pastebin-get. Nehmen wir dann mal Aspect, tun wir uns runterladen. Als nächstes tue ich den Computer mal noch labeln. Tut. So. Und jetzt tue ich mal das Programm Aspect, was ich runtergeladen habe, mir sozusagen. Also ihr könnt jeden anderen Namen verwenden. Einfach mal starten. Und schon sagt er mir, Attempt to index nil. Was machen wir denn da? Denkt ihr euch, Scheiße, was ist noch ins Netz erzählt? Das Ding geht nicht und ganz einfach. Jetzt fehlt nämlich noch das Button-Programm, ne, von Dive of 20, von seinem Mystcraft Sache hier. Habt ihr ja auch hier den Bildschirm, wo ihr die Buttons betätigen könnt. Und das fehlt hier sozusagen auf diesem Monitor genauso. Und hier braucht ihr auch noch den Button Code sozusagen. Moment, ich suche den bei mir mal ganz kurz raus, von meinem Mystcraft Code. Ne, ich will nicht die Bücher, sondern Mystcraft Button. Müsst ihr auch natürlich auch so schreiben. Pastebin get diesen Code eingefügt und natürlich noch Button, diesen Programm Button erstmal runterladen. Dann natürlich auch starten. Und jetzt denkt ihr euch, jetzt kann ich doch bestimmt Aspect-Programm starten, ne? Nein, immer noch nicht. Denn jetzt müsst ihr den ganzen Computer nochmal restarten machen. Am besten ist, ihr drückt haltet Strong gedrückt, also STRG, und drückt gleichzeitig dann R gedrückt halten. Und schon tut sich der Rechner sozusagen neu hochfahren. Jetzt könnt ihr noch einmal den ganzen Aspect Programm öffnen und es wird nicht funktionieren. Warum gehst du gerade nicht? Dir. Edit Aspect. Ist auch gerade. Oh. Ich habe den falschen Code erwischt. Das kann natürlich passieren. So, ich habe den falschen Code erwischt. Das war der Code von Turtle gewesen. Ich brauche. Genau, das war ja auch der Button gewesen. Haha, ich habe ja nicht. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Essenz Computercraft. Genau, ich habe mich schon gewundert, warum der Code so komisch aussieht. Und wieder mal, das kann passieren. Paste bin get den Code Aspekt. So, und jetzt müsste es natürlich funktionieren. Aber trotzdem so in der Reihenfolge, wie schon genannt, ne? Also Aspekt. So, jetzt müsste es funktionieren und schon, wie ihr seht, zeigt es mir auch schon Zweier an. Wenn ich jetzt sozusagen mal das Ganze terminate, Button sozusagen wieder lösche, Restart mache. Halt. Aspekt lösche, kommt natürlich hier Aspekt 107 Attempt to Index a Null Value, ne? Denkt ihr euch,
Wenn dieser Fehler kommt, was mache ich dann? Dann fehlt das Buttonprogramm. Das Buttonprogramm werde ich wieder draufladen. Moment. Und zwar ist das wieder mal dieser Code, hoffentlich. Paste bin get. Dieser Code und Button. Und jetzt könnte man Aspects wieder mal. Ne, Aspect mit T. So, wieder starten und es wird funktionieren. Wenn das bei euch nicht funktioniert, wie gesagt, müsst ihr zuerst dann sozusagen das Buttonprogramm erst einmal starten, dann den Computer restarten und dann den Computer Aspect ausführen. Dann wird dies sozusagen hier funktionieren. Jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, ich habe jetzt hier meine 51 Chars stehen und ich möchte das Ganze natürlich auch mit dem Turtle befüllen. Das ist auch kein Problem. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen dazu ganz viele Sachen. Als erstes brauchen wir natürlich nicht nur einen Turtle. Ich tue das mal alles hier ein bisschen weg, weil wir brauchen erst einmal den Turtle. Okay. Turtle haben wir. Den Turtle, den stellen wir uns mal hier hin. Aber wir müssen das ganze Ding noch ein bisschen höher setzen. Deswegen brauchen wir unten drunter erstmal noch die Kiste. Da stellen wir uns sozusagen mal die Kiste hier unten drunter. Ne, das Gras setzen wir dahin. So. Kiste und da drauf setzen wir uns jetzt den Turtle. Wir drehen uns da alles leer an die Kiste. Okay. So, den Turtle können wir schon sozusagen schon mal ein Label verpassen, also einen Namen verpassen. Label set Beans. Weil einfach wo die Bone zuständig ist. Und können wir schon Beans starten und da wird nichts weiter passieren. Weil ja das Programm noch fehlt. Okay, Escape. Als nächstes brauchen wir diesen Aspektanalyser von Taumik Tinkerer. Der ist ganz wichtig. Müsst euch auch schon übrigens im Buch freigeschalten haben, um das Ding sozusagen herzustellen. So. Dann braucht ihr natürlich, wenn ihr schon Samenkraft nutzt, ohne diesen Computerkraft erstmal und habt schon einen Raum mit dem sozusagen den Alchemical Furnace, also mit dem chemischen Furnace, ist das auch nicht schlecht, denn jetzt habe ich damit das Problem, das Teil hier genau auf dem Turtle zu platzieren. Das Teil, der Turtle muss genau unter den Alchemical Furnace sein, ne? So. Dann fehlt mir natürlich noch hier das hier und das hier. Also der Hopper kommt sozusagen neben dem Alchemical Furnace dran. Und hier natürlich auch diese Öfen hier dran. Und gucken, ob ich das mit einem Wrench drehen kann. Natürlich nicht. Okay. Dann machen wir das eben so hier. Da. Ich tue das sozusagen original nachbauen. Also nicht nur original nachbauen, sondern so nachbauen, dass es auch funktioniert. Als nächstes brauchen wir, was auch ganz wichtig ist, wenn man es mit einem Turtle macht, diesen Impuls-Item-Takt, also ein Item-Takt von, geht auch, glaube ich, müsste Bildkraft, geht genauso. Ich mache das aber mit Saum, mit Thermal Expansion, nutze ich diesen Item-Takt, könnte Impuls-Item-Takt sein, oder ein normales Item-Takt sein. Das machen wir hier dran. Dann brauchen wir noch dazu, brauchen wir noch einen Pneumatik-Servo. Ja, hiermit installieren. Zack. Und hier stellen wir natürlich ein, jetzt muss ich selber mal lunzen gehen, es ist schon eine Weile her, bis ich es aufgebaut habe. Hier stellen wir ein erstmal IgnoMetData, IgnoNPD, auf Blacklist lassen 64 und wir stellen ein Low. Also Low, sag doch mal hier, Redstone-Signal. Mensch, ich hab's aber heute wieder mal. Und das machen wir hier genauso, Low Redstone-Signal und Ignore Metadata. So, jetzt denkt ihr euch, Mensch, jetzt haben wir ja schon alles. Nein, ist noch nicht so, wir haben noch nicht alles. Denn jetzt kommt das Wichtigste an der ganzen Sache.
Das mag ja alles noch sein, aber ihr wollt ja auch immer, dass hier, wie hier, Mana Beans zum Beispiel vorrätig sind. Oder wie bei Dive of 20 diese 64 Mana Beans. Was brauchen wir alles dazu jetzt? Wir brauchen schon mal zwei von diesen Translocatoren. Und die stellen wir wie folgt auf. Machen wir das mal ein bisschen mittig wieder. Die stellen wir uns sozusagen mal hier davor. Jetzt habe ich wieder einen Rasen weggemacht. Einmal dahin. Machen wir mal hier 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und hier hin. Jetzt haben wir diesen Translocator. So, und jetzt können wir mal eigentlich mal alles wegschmeißen. Hier brauchen wir nicht nochmal. Dann brauchen wir, ganz wichtig, Applied Energistics. Diesen Mod brauchen wir genauso, ihr seht. Wir brauchen eine ganze Menge Mods dazu, die ich schon am Anfang genannt habe. Und zwar diese ME Interface, die brauchen wir jetzt auch. Und diese ME Interface kommen jetzt überall hier rundherum in den Boden. Zack. So. So, was brauchen wir jetzt noch? Jetzt brauchen wir noch diese Translocator. Gucken, ob ich die gleich mit Diamanten kriege, natürlich nicht. Diese Translocator machen wir erst einmal hier hin. Zack, ringsrum. Und da dran natürlich auch. Denn ihr könnt ja nicht alle Aspekte, alle 51 Essenzen könnt ihr nicht einfach so transportieren lassen. Oder hier 51 Kisten hinstellen, weil ihr müsst bedenken, diese Essenzen, diese Mana Beans haben alle immer die gleiche ID. Ne? Also, auch wenn sie unterschiedlich sind, aber die haben alle die gleiche ID. Deswegen wird das nicht so 100% funktionieren, was wir hier gerade so vorhaben. Also, dass wir sozusagen immer 64 hier drin haben können von jedem Aspekt. Weil diese, erstens, die Export-Module sozusagen von Thermal Expansion, nicht von Thermal Expansion, von Applied Energistics können keine 51 hier dran haben. Und ihr könnt auch nicht 51, also mehrere Sachen hier dranhängen. Und wie du mir 51 Aspekte sozusagen, Essenzen, Entschuldigung, hier in die Kiste kriegen, das ist auch nicht so einfach. Deswegen diesen Transvector Interface und diese ME Interface. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Redstone. Redstone, haben wir noch Redstone hier? Haben wir noch Redstone? Hier haben wir noch Redstone. Diesen Redstone du mir verwenden, den setzen wir hier dran. Zack, zack. Aber nur an die untersten. An die untersten Item Translocators. Keine Flüssigkeiten. Item Translocator brauchen wir dazu. Und jetzt brauchen wir noch einen Diamanten. Diamanten. Und nicht nur irgendeinen Diamanten. Nein, wir brauchen Nuggets. Diamant Nuggets brauchen wir. Und die kommen nämlich da drauf. So, genau auf die Spitze an den Translocatoren. Transvektoren, so rum. Da. Weil damit kann man sozusagen stackweise herstellen. Dann braucht ihr noch von... Hoffentlich finde ich es gleich. Nee, nicht aus Magicka ist es nicht. Ja, das ist das Modpack, was ich zurzeit bei mir nutze in meinen Videos. Ihr braucht noch... Wo haben wir es denn? Ach man, wenn man es mal auf die Schnelle sucht, findet man es nicht gleich. Advanced Tomatiki, nein, Extra Cells, Soundcraft. Ich hatte das Sucherei hier. So, es ist hier mit drinnen, nein, das ist Advanced Tomatiki. Es ist hier mit drinnen, nö, stimmt nicht, weil wir brauchen nämlich für diesen Transvector diesen komischen Stab dazu. Oder denn? Ach man. Ist diese Sucherei immer. Item Group, nein. Auf Magicka, nein. Forestry ist es auch nicht. Wo haben wir es denn? Taumik Tinker, hier ist es. Ja, ich hab's. Und zwar diesen Transvector Binder. Wir brauchen diesen Binder natürlich auch noch. Und zwar binden wir jetzt diesen Transvector mit dieser Kiste.
So, Shift gedrückt halten. Warum geht denn das jetzt nicht? Another can bind. Hallo? Du sollst dich mit dieser Kiste hier verbinden. Okay, jetzt habe ich es natürlich kaputt gemacht. Jetzt muss ich wieder aufbauen. So, ein Translocator Interface. Jetzt wieder überall diese Nuggets dran hier. Zack, zack, zack. Da. Die Nuggets wieder hier dran. Zack. 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 Zack, zack, zack. Jetzt darf man die mal alle einschalten hier. Kann sein, dass es daran liegt. Es wird halt mal ein bisschen längeres Video, aber das macht auch nicht. So, weil ich hab das doch. Mensch. Ich bin doch nicht verrückt. Also. Du Iron Chest, genau. Ich hab's mit dieser Gold Chest sozusagen verbunden. Can bind and transfer the interface to another. Das Teil kaputt. Binding complete, ne? Location set. Du sollst dich mit dieser Kiste verbinden. Location set. Ich nehme gleich eine andere Kiste. Macht mich ja irre, ja. So. Geht gar nicht. Not Transfer Block. Not Transfer Block. Transactor Interface. Geht nicht mit dieser Kiste. Ich werd irre. Dann nehmen wir eben eine Chest. Eine normale Chest. Probieren wir jetzt damit. So, jetzt war du mit der Kiste hier. Hallo? Die macht mich, das macht mich irre. Ich hab das damit an. Also verrückt bin ich noch nicht. Aspekt, dann so. Jo, ich hab das richtig geteilt. Binding complete. Warum? Du sollst dich Location set. Hallo? Du sollst dich mit der Kiste verbinden. Ich werd irre. Machen wir halt mit dir, cannot bind. Interessant. Ich stelle schon mal die Kiste hier drunter. Darf ich da vielleicht nicht im Kreativmodus sein? So. Was? Der Transvector Block of Origin is to fair away. Ist ach zu weit. Wollten doch verarschen, oder? Tatsache, du. Zu weit entfernt die ganze Sache. Ich werd verrückt. Was machen wir da am dümmsten? Ich würde sagen, besser am einfachsten nachzubauen, oder? So, tun wir das alles ein bisschen mehr abbauen hier. Genau, die Kiste ist ja genau 1, 2, 3 Felder entfernt. Na Halleluja, ey, das können wir mal einer sagen können hier, du. Ich mehr mir mal ganz den ab. So, das müsste aber eigentlich funktionieren, ne? Gut, gucken wir mal, ob wir noch ins Weiterkommen.
man die vielleicht hier hinstellen können. Binding complete. Okay. So. Stimmt, das Ding darf ja nur. Genau. Das Ding darf ja nur eine gewisse Entfernung entfernt sein. So, okay. Wir machen. Binding complete, gut. Also du bist mit der Kiste verbunden und du bist auch mit der Kiste verbunden. Okay, jetzt können wir den Turtle wieder oben drauf stellen und über den Turtle kommt natürlich auch wieder was und... So, was brauchen wir denn dazu noch? Das habe ich natürlich fast vergessen, ja. Wir brauchen das hier, wir brauchen ein Stück Rasen, um nach oben zu kommen. Wir brauchen das Teil hier. Dann brauchen wir das nicht, das nicht, das nicht mehr. Das brauchen wir ohne mehr, das brauchen wir ohne mehr. Dann brauchen wir das hier. Dann brauchen wir das hier. Und dann brauchen wir wieder einen Servo. Und dann brauchen wir noch einen Hopper. So, mal ein bisschen beeilen hier. Ist schon fast eine halbe Stunde rum. Aber macht nichts. Für euch mache ich das auch gerne. Ihr guckt ja so gerne meine Tutorials. Und deswegen machen wir das also alles zusammen diesmal. Alles live. Nicht, dass ihr immer denkt, hier, da bereitet ihr mal alles vor. Ne. Ich mache das mit euch mal live zusammen. Das dauert zwar ein bisschen länger, weil, aber egal. So, du noch. So, du hier dran. Und jetzt wieder hier raus. Und jetzt brauchen wir so ein Servo. Mann, Mann, Mann. So, das sagen wir das hier, okay. So. Und jetzt brauchen wir noch. Jetzt können wir weitermachen mit der ganzen Geschichte. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch ein Applied Energistics System. Und zwar gehen wir mal die ganze Sache hier runter. Und ich zeige euch mal was. Ich nehme das mal. Und zwar müssen hier unten keine Translocator dran, sondern hier unten muss nur alles miteinander verbunden werden. Und hier genauso. Und deswegen das ME-System. Ich tue mich mal hier nach unten buddeln. So. Ich muss aufpassen, weil das ist nämlich alles sozusagen Flachland. Ich könnte jetzt alles so machen und hier nach unten gehen. So, zack, alle miteinander verbunden. So, damit er mir das alles auch glaubt hier. Zack, zack. So. Das hier nach oben. So. So, jetzt haben wir alles miteinander verbunden. Können wir eigentlich die Dinger erstmal wieder ausschalten, weil sonst geht das dann gleich los. So. So, so. Oh, hier bin ich da drauf gekommen, okay. Okay, so und jetzt haben wir eigentlich schon alles. Bis auf noch die Redstone-Leitung, diese hier und von Project Red diesen Transmitter natürlich. Denn wir haben das ja alles mit verbunden hier. Zack, zack. So. So. Und den letzten hier hinten noch. Den letzten beißen die Hunde. Zack. Ja. Alles schön mit Redstone. Mit Red Alloy Wire von Project Red. Wieder ein Mod dabei, ne? Schön verbinden. Und das Ganze jetzt schön hier zusammen. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch hier hinten ein Advanced Wireless Turtle. Muss hier hinten dran die ganze Geschichte. Und dann können wir das Ganze jetzt sozusagen hier miteinander verbinden. Haben wir das schon? So, da haben wir ja eigentlich soweit alles. Außer hier hinten, diese ganze Mana-Bean-Geschichte hier hinten, das ist eigentlich kein Problem. Guckt am besten meine Videos. Dort ist sozusagen, habe ich schon so eine Farm hier, so eine Mana-Bean-Farm aufgebaut. Was natürlich noch fehlt, ist das ME-System, die Kiste. In dieser Chest drin sind verdammt viele Mana-Bohnen.
Und wir haben ja hinten R mit drinne. Nehmen wir mal zwei davon. Und wir haben Feuer. Also Ignis. Tun wir auch mal zwei Stacks mitnehmen. Und tun wir mal jeweils einen Stack dort rein in die Kiste. Wie ihr seht, ihr könnt nämlich nur 64 reinpacken in die Kiste. Haha, das ist nämlich schon das nächste. Und deswegen die ME-Chest. Aber die ME-Chest werde ich ja nicht noch aufbauen, oder? Auf die Schnelle. Ach, auf die Schnelle können wir das mal noch machen hier. Ist kein Problem. Brauchen wir dich. Und ich tue mal kurz weg. Und dann brauchen wir noch ein Solar-Panel. Und dann, ja, reicht das eigentlich schon. So. Zack, 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 zack. Okay. Die ME-Chest tun wir mal hier hinstellen. Daneben das Solar-Panel. Dann brauchen wir hier noch. Dann brauchen wir noch von Applied Energistic brauchen wir jetzt noch ein Speichermodul. Wo ist das blöde Kabel hin? Da, wir brauchen noch ein Speichermodul, um die Items zu speichern. Ein 4K reicht für den Anfang und schon können wir das sozusagen hier reinschmeißen. Und ihr könnt da so viel reinschmeißen, wie ihr wollt. Ja. Aber wir brauchen ja noch die ganzen Mana Beans, deswegen die 51 und die müsst ihr alle sozusagen hier drin verteilen. Also hier einmal und hier einmal. Nee. So, und hier müsst ihr angeben, 64 sollen immer drinnen sein. Da tut ihr das sozusagen rein. Und mit Shift gedrückt halten und Linksklick könnt ihr sozusagen erhöhen, immer schrittweise und normal losgelassen und rechtsklickt macht immer eins weniger. Also 64 Ignis. Irgendwie habe ich gerade. Ach ja. So, zack, zack, zack. Zack, eins weniger, 64 davon, 64 davon. Das tun wir mal hier rein. So. Jetzt brauchen wir das Kabel wieder. So. Schön verbinden. Und verbunden. Zack. Hier drinnen sollen immer exportiert werden. Hier soll sozusagen immer 64. Ich nehme mal die Mana Beans hier hinten wieder raus. Zack. Bevor wir in den Computer gehen. Die hier rein. Wie ihr seht, es sind jeweils 128 drinnen. Wir wollen aber immer 64 hier hinten in der Kiste haben. Und dann schalten wir mal diesen Translocator ein. Und jetzt müssten sozusagen 64 weniger hier drinnen sein. Nein. Nicht. Warum? Immer diese Vorführeffekte. Ist halt schlimm. Aber macht nicht. 64 davon, 64 exportieren. Ja, Export 64. Ihr sollt immer 64 transportieren. Auch verrückt bin ich noch nicht, oder? Nö. 64, 64. Brauchen wir doch diesen ME-Controller? Ich wäre verrückt. Eigentlich nicht. Nochmal nachkontrollieren. Haben wir hier irgendwas vergessen? Nee. So, angeschlossen haben wir es. Das haben wir auch angeschlossen. Irgendwo habe ich hier schon Mana Beans drin. Genau. Hier haben wir Mana Beans drin. Und diese drei dürfen exportieren. Interessant. Na, genau. Ihr seht das hier. 64 jeweils von den Aspekten drin. Hier wird exportiert. Okay, so. Das haben wir hier hinten bei uns genauso. Gehen wir mal hier runter. Zack, zack. So, angeschlossen haben wir sie. Genau. Falsch gemacht haben wir nicht. Die Kiste haben wir auch angeschlossen. Ne, genau. Na gut, da tun wir eben noch das Ding noch anschließen. So, geben hier noch ein bisschen Saft drauf. So, und ach genau, dann brauchen wir das Ding doch. Dann brauchen wir das Ding genauso. Na so, ein Mist.
Okay, dann braucht ihr noch diesen ME-Controller. Okay. Ihr habt ja gesehen, jetzt sind ja sozusagen 64 durchgewurschtelt, jetzt müssten hier 64 Beans drin sein. Genau. So, und jetzt braucht ihr noch das ganze Turtle-Programm. Als erstes die ID von dem Turtle. Macht im Turtle-Programm einfach ID eingeben, ist die ID 13. Das geben wir hier noch bei uns. Die ID 13 geben wir ja auch noch ein in den normalen Computer. Edit Aspect. So editieren wir. Hier ist im Endeffekt in der Zeile 3 ist die ID von dem Turtle einzutragen. Strong STRG, Save Enter, STRG, Exit G mit Pfeiltasten und Exit klicken. Aspekt wieder eingeben, wieder starten und schon geht's wieder los. Wie ihr das Ganze dann sozusagen automatisch dann starten tut, das zeige ich euch dann mal. So, erstmal wieder Musik rein hier. Und jetzt kommt die ganze Geschichte mit dem Pastebin-Code wieder. Und diesmal brauchen wir Manabin-Code für den Turtle. Habe ich hier anscheinend Button von Top Back. Okay. Nein, hab schon richtig. So, ja. So, Pastebin get. Und das nennen wir jetzt einfach mal, es ist eigentlich egal, nennen wir das auch mal Beans. So, und jetzt tun wir Beans laden und schon fängt er an, uns Mist zu erzählen. Ach ja, uns fehlt ja was. Haha. Haben wir das hier drin? Nö. Uns fehlt das Wichtigste, was vorne an der Turtle dran ist. Das haben wir ja vor uns alles weggeruckt. Deswegen funktioniert es nie. Denn der muss ja das Ganze auch analysieren. So, weggeschmissen. Wieso ist das Ding jetzt leer? Machen wir Restart machen. Zack. So, das Ding ist leer. Es müssten wieder 64 Bohnen drin sein. Ich würde auch mal sagen, das sind die letzten gewesen, ne? Nö, sind es nicht. Okay. Ihr habt gesehen, es tut im Endeffekt ein Redstone-Signal aussenden. Und sobald ein Redstone-Signal aktiviert ist, sind die Translocator hier deaktiviert. Sonst, wenn er anfängt, nämlich die, Beans sozusagen durchzuzählen, dann nimmt er mal eins aus der Kiste, schmeißt sie vorne rein und sobald eins aus der Kiste ja fehlt, fängt er mal eins an, eins nachzusetzen. Ne? Und dann habt ihr immer eins mehr drin und das ist ja nicht Sinn der Sache. Deswegen gibt es ein Redstone-Signal aus und schon werden die Translocator ausgeschalten. So, jetzt tun wir das Ganze nochmal, Beans nochmal starten. Und schon habt ihr gesehen, unten im ersten Slot fängt er an, sozusagen die Bienen durchzuzählen. Und irgendwie ist das ja alles hier oben. Der hat jetzt noch einmal 64 Bohnen geholt. Muss ich jetzt aber nicht verstehen, ne? Egal. So, er hat jetzt durchgezählt die 64 Bohnen und schon ist die ganze Sache funktionsbereit. Mir uns fehlt natürlich noch Kohle. Kohle. Das könnt ihr natürlich auch automatisch machen. So, jetzt tun 64 Kohle in die. Na, nicht da rein. Nein, nein. Alles leer machen hier. So, ich hoffe, es ist nichts mehr drin. Das machen wir alles leer nochmal. Da. So, ist doch keine gute Idee, den Hopper zu tun. Weil das Teil wird da von unten befüllt, ne? So. Okay. Der muss aber drunter stehen, der Turtle, ne? Denn er tut sich ja mit dem hier oben prüfen in dem Ofen, ob da was drin ist. Okay, dann, wenn ihr das alles so weit installiert habt und die ganzen Sachen angeschlossen habt und die Bienen sozusagen hier drinnen habt, angegeben habt und ja, ihr könnt die ganze Sache natürlich auch ein bisschen näher machen, ne? Ihr müsst es halt nicht so weit weg machen, aber das ist das Maximum.
Also, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, oh, ich glaube 4 Felder, das macht sie mal entfernt sein. 1, 2, 3, 4, ne? 4 Felder. So, also wo das steht, ist völlig egal. Und wo das steht, es muss nicht unbedingt zusammenstehen. Das ist völlig Banane. Und hier können wir nochmal Refresh machen. Und ja, so wird installiert. Jetzt geht an euren Monitor. Zum Beispiel Air, sind wir 8 Stück drin. Machen wir Rechtsklick auf Air. Und schon könnt ihr hier anhand mit Rechtsklick auf die Zahlen, könnt ihr sozusagen hier angeben, wie viel ihr sozusagen, wie voll, also füllen wollt. Ihr könnt auch maximal hier immer auf 10 klicken und maximal könnt ihr 56, dann habt ihr 64 sozusagen gefüllt. Wir machen jetzt aber mal 6 Stück und sagen, 6 sollen bei uns rein. Exquite Refile, hier kommt der schöne Text hier und schon tut ihr mit dem Turtle kommunizieren. Da hat er jetzt sozusagen hier 6 Stück hier reingetan in den Turtle. Hier oben dann durch diese Pipe, diese Impuls-Item, durch den Item-Duct sozusagen hier hochbefördert in den Hopper rein und der Hopper sozusagen hat das Ganze hier reingefüllt. In den ersten Slot. So, das Ganze wird dann sozusagen gefüllt. Dann könnt ihr euch sozusagen das Ganze natürlich machen lassen, entweder. Ups, müssen wir noch zwei dazu füllen. Gehen wir mal noch zwei dazu füllen. 6, 7, 8. So. Müssen wir noch zwei dazu. Das ist 18, weil ich habe jetzt keinen, der mir die ganze Sache abfüllt. So, 8 passen immer in eine Flasche. So, jetzt haben wir 8. Das wird dann sozusagen hier automatisch gefüllt. Refresh geklickt und schon habt ihr 16 Aspekte. Das Ganze können wir mit Ignis genauso machen. Hier machen wir auch mal 8 Stück. Achte, Refile. Ihr könnt dann das Ganze alles händisch machen. Müsst auch nicht unbedingt. Also es reicht dann auch nur ein Turm. Also ihr müsst dann nicht mehrere haben. Es sei denn, ihr macht Refile All. Dann kann das Teil ja auch nur eigentlich. Gibt es auch nur übrigens den Code Refile All. Na, ich habe ja noch welche hier. Könnt ihr auch machen, aber ob das funktioniert, weiß ich nicht. 8 hier reingefüllt, könnt ihr genauso wie ich hier hinten mit einem Golem machen. Flash Golem zum Beispiel, der Alchemie hat. Und das Ganze refreshen wir nochmal. Oh, ist gerade abgestürzt. Macht nicht. Das kann ja auch passieren. Tun ganz einfach das Programm nochmal starten. Und schon seht ihr, ist wieder da. So, wie machen wir das Ganze sozusagen in die Startdatei? Edit Startup. Dann machen wir Shell.run, Klammer auf, Anführungsstrich oben, Aspekt, Anführungsstrich oben, Klammer zu. Saven das Ganze, machen Exit, restarten den Rechner und schon. Immer bei eurem Serverstart oder Game-Start macht es einen Restart sozusagen von dem Rechner. Auch wenn er jetzt hier Strong STRG gedrückt haltet und R gedrückt haltet, macht ihr auch einen Restart und schon tut das Startup sich immer startuppen. Genauso könnt ihr das machen hier mit dem Turtle. Das Programm terminieren wir mal. Edit Startup. Soll das mal richtig schreiben. Startup. So, und Shell.run, Klammer auf, Anführungsstrich oben. Beans haben wir das genannt. Anführungsstrich oben, Klammer zu. Speichern, Exit. Restarten wir mal das Ganze. Und schon, wie ihr seht, sendet ein Redstone-Signal. Genauso sendet er auch ein Redstone-Signal an das Item-Duct sozusagen raus. Nur die ganzen Bohnen, die hier drin sind, sozusagen hier durchgehen. Warum das jetzt jedes Mal sich nachfüllt, habe ich keine Ahnung. Und ja, du die alle durchgehen, alle einzeln nach und nach. Und dann, wenn er fertig ist, setzt er jetzt ein Signal aus, macht es hier auch wieder aus. Und schon ja, ist das Ganze wieder einsatzbereit. Und schon ist bei jedem Server-Neustart eure Sache sozusagen gesichert, dass nichts passiert. Und das ist das ganze Geheimnis. So, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich hoffe, ihr seid hinterhergekommen und ich hoffe, ihr könnt mir meine kleinen Fehlerchen verzeihen.
Und wie gesagt, ich werde die Mods, also mindestens nur diese drei Mods, Zaumcraft, Zaumig Tinkerer und natürlich OpenBlocks bei mir im Video verlinken. Gerade ganz besonders von diesen Zaumig Tinkerer nicht vergessen, er dürfte nicht irgendeins nehmen, sondern die Version 2.3.1.3.0 für 1.4.6 und nicht höher. Also die 1.3.6 dürfte nicht verwendet, sondern die 1.3.0, so rum, 1.3.0, ganz wichtig, wo mein Fehler, 1.3.0, 1.3.6 und 1.3.7, was zurzeit aktuell ist, nicht verwenden. Denn dann gibt es sozusagen einen Java-Fehler und es funktioniert dann sozusagen nicht. Zumindest funktioniert es erst dann nicht, wenn ihr sozusagen den Modus hinten eingeschalten habt und ihr macht das Programm Start, gibt es sozusagen einen Java-Fehler vom Programm her. Wenn ihr die Modems ausschalten tut, also gar nicht aktiv sind, also schwarz sind und ihr das Programm starten, funktioniert, aber sobald es sozusagen hier hinten gestartet ist, funktioniert es nicht mehr. Deswegen der Version von Taumig Tinkerer 2.3.1.3.0 verwenden und schon funktioniert die ganze Sache. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen bei meinem ganzen Aufbau und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mir zuzuschauen und ich will hoffen, euch macht es Spaß, bei euch auf dem Server die ganze Sache nachzubauen und zu verwenden. Mit den ganzen 51 Aspekten, also ja, Flüssigkeiten, Essenzen, die es mit Soundcraft 4 gibt. Das Ganze werdet ihr natürlich auch bei mir auf meinem Server sehen, auf meinem Let's Play, was ich zurzeit mache. Und ich werde das Ganze dort sozusagen auch nochmal aufbauen mit euch zusammen. Und wir werden schon ein bisschen Sachen vorneweg mal craften, wahrscheinlich mal schauen. Und ja, so, das ganze Video ist jetzt fast eine Stunde lang geworden, mit Fehlern zwischendrin, aber dafür ist ja ein Tutorial auch da, und auch dort können Fehler passieren und nicht immer irgendwelche abgehackten Sachen. Und ja, so, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen und lasst mir euren Daumen da, vielleicht ein Abo, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Blood Dragon.